Schwingen, Baby, yeah! Du, 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 du. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Wir haben in der letzten Folge hier angefangen, alles zu bebauen, alles zu bepflanzen, alles zu bemachen. Und ja, ich habe mittlerweile auch in einer Kopie, die ich angelegt habe, dafür gesorgt, eine... Ich zeig's euch einfach mal. Hier mal speichern, Einzelspieler gehen in die Kopie Markt. Ja, jetzt sehen wir gerade, sind wir ganz schön weit oben hier. Das liegt daran, dass ich meine Welt mal geguckt habe. Ooh, yeah. Boing. Wo sind wir hier? Wir sind hier. Okay, gut. Hä? Ah, hier sind wir. Uno Momento, ganz kurz mal drüber fliegen. Und man sieht hier schon ein recht großes Stück Wald. Momentan ist der Wald nur von einer Seite angeschlossen und von der betreten wir ihn jetzt auch einfach mal. Und zwar von diesem Häuschen hier. So, dann gehen wir mal hier rein und ihr seht schon, die Treppe wurde was abgeändert. Und tada! Herzlich willkommen auf dem Marktplatz. Ob der nun genauso wird wie hier? Ist jetzt die Frage, der hat vier Ausgänge auf jede Richtung ein, hat hier ein paar Bänke und einen Brunnen natürlich, so wie der Brunnen aussehen sollte am Ende. Hat verschiedene Arten von Hütten, obwohl ich sagen muss, dass mir diese Bauweise und diese Bauweise, nee, diese Bauweise hier eigentlich am besten gefällt und die da sind die beiden, die ich wahrscheinlich nehmen werde. Ja, ansonsten hat er ab und zu so ein paar Blumenkübel hier stehen, dann haben wir ein paar Hecken drin. Und ein paar Beete. Also so sollte der Marktplatz eigentlich am Ende aussehen, dass wir in der Mitte ein wunderschönes Stück Land haben, in dem wir uns ein bisschen bewegen können, ein bisschen schneller auch bewegen können. Und wenn man jetzt mal hier so hoch geht, dann ist das eigentlich ein ganz cooles Zentrum. Wir haben jetzt im Moment, wir haben jetzt hier unsere Felder, dann haben wir da hinten unsere Mühle. Da ist der Hof, zu dem wird es dann hier einen Anschluss geben. Die Felder werden hier nochmal angeschlossen, alles. Es kommt dann, wahrscheinlich hier so ein Weg hier rüber hin. Dann haben wir da und da unsere äußeren Rand. Und das heißt, als nächstes würde dann wahrscheinlich dieser ganze Bereich hier hinten erschlossen werden. Da ist ja genug Platz, wo man irgendwas bauen könnte. Und ja, so würde dann der Marktplatz im Endeffekt aussehen. Die Welt. Gehen wir mal wieder zurück. Mir wurde ja auch gesagt, dass ich das cool finde, wenn ich ab und zu mal sowas zeige, was ich gebaut habe. Aber das wollen wir jetzt auch hier bauen. Also das ist jetzt nicht so, dass das nicht gebaut werden soll hier. Aber dazu brauche ich mal Kies. Und den Kies hole ich mir jetzt aus der Schweizer Käsehöhle nochmal wieder. Wir haben momentan keinen Platz, sehe ich gerade. Moment. Ich baue unser... Ich packe unser Zeug mal ganz kurz. Obwohl, ich kann es auch hier reinpacken. Ich bin ja in der Nähe vom Lager. Da kann ich auch hier alles reinpacken. Ja. Falls ich mich nochmal im Vergleich zu meinem... zum sonstigen... Also vergleiche ich erstmal zu gestern. Das war ja also... Stein und Koppel. Okay. Es tut mir sehr leid für die... Nee, nicht vergessen. Folge 579. Das war wirklich schlimm. Da habe ich wieder richtig doof Mist gebaut. Und zwar war das die Aufnahme, bevor... Mir wurde ja gesagt, ich soll mal meinen Ton ein bisschen runterschrauben und so. Habe ich gesagt, okay, gut, mache ich. Und natürlich habe ich in der Aufnahme dann das erstmal voll verkackt. Und das war total laut und... Da, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Jetzt habe ich alles komplett nochmal umgebaut bei mir. Ich habe mein Mikrofon, was eigentlich halt sehr variabel baubar war, möchte man sagen, habe ich jetzt standhaft gemacht. Das heißt, das ist jetzt festgestellt und wird seinen Platz wahrscheinlich nicht mehr verändern. Also ich hoffe, dass ich den Platz nicht mehr verändern muss, so dass also mein Gesichtsabstand zum Mikrofon immer dasselbe ab jetzt ist. Und ansonsten habe ich die Position des Mikrofons etwas geändert. Werde jetzt die Spiele immer ein bisschen muten, also ein bisschen, nicht ganz komplett, aber immer so ein bisschen weniger Lautstärke machen. Und ja, also bei League of Legends ist es ab dem fünften Part ja so, dass die Musik etwas leiser ist und alles.
dass ich recht gut zu hören bin. Also ich, gut, man muss natürlich sagen, ich finde, dass ich vorher auch gut zu hören war. Aber wenn dann irgendwelche jemand das möchte, dass ich mich lauter leiser stelle, dann mache ich das natürlich. Yay! Ja, Minecraft Musik habe ich von 20 auf 10% jetzt runtergestellt, außer 15 testweise jetzt auf 10%. Minecraft Sounds habe ich auch noch mal ein bisschen runtergestellt. Wer weiß. So. Dann hole ich mir jetzt nochmal diese Keys. Schade, dass ich keine Geschwindigkeitshacke habe. Das würde mir die Sache sehr erleichtern. Hier ist auch was. Sieht sogar sicherer aus. Oh. Hier ist eine Menge. Cool. In so einer kleinen Nische kommt hoffentlich auch kein Creeper vorbei. La 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 la. Ich muss auf jeden Fall mal Pfeile bauen von dem ganzen Zeug hier. So. Ja, was mir aufgefallen ist, also das League of Legends Let's Play, also es scheint ja fast so zu sein, als ob das mehr Aufrufe als Minecraft kriegt, ne? Minecraft war bis jetzt eigentlich immer so der Spitzenreiter, aber League of Legends, die holen da, der Let's Play, holt da an Aufrufen bei mir einiges raus, ne? 100 Aufrufe nach 3 Tagen. Das hört sich vielleicht für einige Let's Player, die, ich weiß nicht, ob Let's Player meinen Kanal gucken, aber für einige hört sich das vielleicht ein bisschen wenig an, aber für meinen Kanal ist das ganz schön viel. Jawohl, jetzt bekommen wir ja auch noch schön ganz viel Kies, den wir abbauen können. Da komme ich hier ganz schnell wieder raus und dann haben wir volle Taschen. So. Aber was mir gefallen würde bei Minecraft... Boah. Ne, ich habe gerade überlegt, ob mir so ein Port vielleicht bei Minecraft gefallen würde, wie es den bei League of Legends gibt. Da gibt es ja so einen Port zur Base, dann musst du halt eine kurze Zeit warten, dann wirst du zur Base zurückgeportet. Andererseits würde man dann, glaube ich, in Minecraft ziemlich faul werden, wenn man einen Port hätte. Deswegen verwerfe ich den Gedanken einfach mal wieder. So. Der ist mir doch gleich einer hinterhergejumpt. Jetzt gleich aufs Maul bekommt. So, kurz was essen. Essen oder geessen werden? Das ist hier die deutlich seltsam gestellte Frage. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen Gießen, das sollte dann eigentlich auch reichen. Mehr sollte ich hoffentlich nicht brauchen. Sag bloß, hier ist noch ein Teil der Schweizer Käse, den wir nicht erforscht haben. So, wir finden öfters mal so einen Teil, den wir nicht erforscht haben. Also ab und zu mal öfters ist, glaube ich, übertrieben. Hier ist... Wow! Hab ich gefragt, hä, wo ist denn das Vieh? Hab's gefunden. So. Ja, und immer noch neue Aufnahme, ratlos, was ich in der nächsten... Was ich bei Folge 600 mache. Wo kommst du denn jetzt her? Tut doch weh! Stirb. Habe ich Fackeln dabei? Ich habe keine Fackeln dabei. Ich hoffe, ihr seht jetzt genug. Na nur, was bist du denn? Oh, Smaragdherz. Ach du Güte. Ach du meine Güte. Smaragdherz gefunden, einfach mal so. Hier ist sonst nichts. Kann sein, dass ich hier vielleicht doch schon mal war und das einfach nicht gemerkt habe. Weil ich es mir halt nicht hell gemacht habe hier und jetzt gerade eben wieder halt. Und hier haben wir noch ein wenig Eisen. Nehme ich selbstverfreilichend auch gerne mit. Und ansonsten scheint hier jetzt nicht so viel zu sein. Ich bin gerade so vorsichtig, dass ich hier nicht irgendwo runterklatsche. Kohle haben wir noch ein bisschen.
Autsch, das haben wir. Komm her, los, komm her, hier. Ich werde dann wahrscheinlich zwischendrin mal so eine kleine Aufnahmepause machen. In der Aufnahme. Das Problem ist halt, ich nehme immer noch mit Flaps auf. Ne? Ich habe ja früher, das war eine gewisse Zeit lang überhaupt kein Problem mit der Stimmlage. Ich rechtfertige mich die ganze Zeit so, als wenn das wirklich so extrem wäre. Aber okay. Früher war das immer ein Problem mit der Stimmlage. Ich sehe ihn verrückt. Wie konnte ich das früher alles nicht mitnehmen? Habe ich es echt nie gesehen? Sind meine Sinne für Minecraft mittlerweile geschärft? All das. Nicht in der nächsten Folge. Hey! So, so. Wo war ich denn gerade? Ah ja, mit Fraps geht es allerdings nicht da, denn Fraps erstellt ja keine zwei Spuren. Audio von meiner Stimme und Audio von dem Sound des Spieles. Ich versuche mich gerade irgendwie hier vorbeizubunden an der Schlucht. Für alle, die sich fragen, was ich hier schon wieder für kolossal seltsame Dinge tue. Und entdecke dabei ein riesen Gießvorkommen. Ich fühle mich hier ein bisschen unwohl. Aber nur ein bisschen. Ich gehe mal wieder zurück. Jetzt muss ich ja theoretisch komplett hochschwimmen. Ja, ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Dann schwimme ich mal. Die Frage ist, wo es lang ging. Das ist immer so diese, was ich mir nicht merken kann. Hier geht's nicht weiter hoch. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht ziemlich gut aus. Aus dem Zombie mache ich mir einen Hut draus. Ich höre besser auf mit diesen Grime. Denn das klingt nicht gut. Wo bin ich hier? Das sieht nach einer Treppe aus hier. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Moment. Wenn das eine Treppe ist, muss ich irgendwie hier runter. Uno Momente. Wir müssten hier richtig sein. Theoretisch. Yep, sind wir. So, und dann geht's hier wieder raus. Und den nächsten Wagen. Ach, da war ja was. Shift? Jetzt. Yeah! Ich sitze sogar mal richtig im Wagen drin, wer hätte das gedacht? Ja, ich sitze mal wieder richtig im Wagen drin. Yeah! Das wird auch noch alles verbessern geworden. Vielleicht gehen wir mal irgendwann wieder unter Berge. Unter Tage. Wir müssen auch nochmal Never rein wieder. Was willst du tun? Never, unter Tage. Oben ein bisschen was machen. Aber gerade hier unten würde ich gerne irgendwann mal dieses Minenfeeling fertig kriegen. Viele Wegen hier. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier einmal nach oben gehen, bitte. Hatte ich nicht was gebraten? Hatte ich nicht. Aber ich kann was Gebratenes vertragen, und zwar mein Mund. Aber bevor wir das Dorf dann mit der Mine, mit der U-Bahn verbinden, würde ich das Dorf erstmal komplett abriegeln wollen, damit keine Zombies oder so irgendwie auf die Idee kommen, das ist doof zu fressen.
Und jetzt gehe ich erstmal schlafen. So. Ah, ja. Hat die Angewohnheit beim Schlafen gehen immer was zu trinken. Also im Schlafen gehen. Hä? Dann wollte ich fragen, ja, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich gemacht? So, dann gehen wir mal hier wieder zum Marktgeplatze und tun endlich den Kies hier auffüllen. Ein Wunder, ja! Dann tue ich mal ganz kurz hier hinten jetzt auf dieser freien Fläche die paar Bäume anpflanzen, aus dem Grunde, dass wir ja noch Setzlinge wieder brauchen. Habe ich den Knochen gesammelt? Ne, habe ich nicht. Dann müssen die wohl alleine wachsen. So, jetzt brauche ich natürlich erstmal...